Moin Leute, willkommen bei Gymnastic Playground. Im heutigen Video wollen wir mal darüber sprechen, wie Arma angefangen hat. Zumindest wie die 6S-Sparte von Arma angefangen hat. All das, wenn euch das interessiert, erfahrt ihr nach dem Intro. Moin Leute, willkommen zum Video. Also, im heutigen Video geht es darum, wie hat's bei Arma angefangen oder wie war das damals, zumindest wo die 6S-Modelle angefangen sind. Davor gab es noch ein bisschen mehr Arma. Das hier ist ein Creighton V1 und er hat mir immer mitgebracht. Der gute Barisch ist da zu Besuch. Moin. Und wir haben uns darüber unterhalten und ich hatte echt Bock, einen alten Arma irgendwie in der Sammlung zu haben. Aber das kostet natürlich auch wieder Geld, selbst die sind teuer. Aber Barisch hat Zugriff auf dieses schöne Fahrzeug. Mein Bruderherz, das ist seiner, ja. Ja. Und so kann ich zumindest dieses Video für euch veröffentlichen. Ist vielleicht nicht so das cleverste Video, wenn es darum geht, irgendwie, aber liegt mir im Herzen dieses Thema, ich würde das gerne machen. Also Leute, wenn euch interessiert, dann bleibt dran. So hat es angefangen. Das hier, so sah der erste Crane aus. Es gab damals so eine blaue Karosse, wie ich der Meinung. Genau, ja, blau und grün, ja. Genau, wo das hier, ja, also an den heutigen Standards von Arma. Also nicht so sehr. Heute sind wir Besseres gewohnt, sage ich jetzt mal. Aber damals war es schon geil. Ja, damals war das schon der Killer. In der V2, den Crane V2 hatte ich ja auch, da gab es dann schon eine andere Karosserie. Die war von der Form her aber, glaube ich, gleich. Vielleicht die waren die Aufkleber ein bisschen anders oder so, ne? Ich glaube, die Front war ein bisschen anders. Ja, die Front war so, ja. Ist natürlich voll ausgetaped hier, ne? Ja, das ist... Damals war ein Problem, hier hinten, die Karolöcher waren sehr weit innen am Ende, weil hinten waren die gleichen Karolöcher, sieht man ja hier hinten, wie am Arma Typhoon, die der jetzt immer noch hat. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die hat Arma mittlerweile angepasst, du hast hier längere, verstellbare Karolöcher, die weil da drinnen sind. Ne? Zum Vergleich einmal habe ich für euch hier, wie es heute aussieht, eine Creighton EXB Karo. Also... Ab der V4 gab es einen ziemlichen Designunterschied in dem Moment dann. Ja, und passt nicht so direkt drauf, ne? So, jetzt mal so vorne. Passt das nicht richtig. Oh, Entschuldigung, Leute. Oder halt RTR, ne? So, also bis zur V3 sah die Karosserie ungefähr so sehr ähnlich aus wie die V1. Und dann gab es halt ein neues Design. Ja, was sieht man denn da noch? Reifen. Damals gab es schon die Copperhead-Reifen. Die waren damals nicht so der Burner. Ne? Ja. Viele haben sie gleich runtergeschmissen halt. Sie gingen, aber ja, geht besser. Genau. Felgentechnisch hat Arma das mitbehalten. In der nächsten Generation gab es dann die Minakova-Reifen. Die waren jetzt auch nicht viel besser. Die hatten dann so ein V-Profil, was auch nicht sehr hoch war. Fühlen sich auch relativ ähnlich an. In der V3 gab es die auch nochmal und in der V4 einmal dann was Neues gemacht und hat die Copperhead 2 Reifen rausgebracht. Das sind die hier. Geiler aussehende Felge und so weiter halt. Extrem verstärkt in der Mitte. Ja, größer, härter, weiter, schneller, besser. Und Make-up. Genau. Ich bin mit den Reifen mega zufrieden. Die sind super Allrounder. Die machen das, was sie sollen und mit den originalen Copperhead auf jeden Fall nicht zu vergleichen. Das hat Arma damals in ihren ersten Generationen gemacht. Ja, grundlegend sehen wir hier eigentlich, ja, das Layout ist sozusagen damals schon sehr, sehr ähnlich gewesen. Combo, da haben wir unsere Späße mit gehabt, ne? Ja, die altbewährte Grill-Combo, oder wie das ja. Die Feuer-Combo, ich weiß nicht. Genau, diese Combo hieß tatsächlich damals BLX 180. Ich meine auch, das war wirklich ein 180 Ampere Regler. War so, weil danach haben sie dann die bekannte, die meisten von euch kennen müssen, BLX 185 Combo rausgebracht. Die aber, oh shit, die ist aber, die ist natürlich noch umgelabelter Quick Run, die bis noch vor der Spektrum-Ära aktuelle Combo und die hat nur 150 Ampere gehabt. Aber weil natürlich besser sich anhören musste als diese hier, haben die BLX 185 genannt. Andere Firmen haben ihn Regler auch irgendwie 185 genannt. Das ist auch komisch, aber okay. Jedenfalls, das hier war ein 180 Ampere Regler mit Schiebeschalter.
Das war nicht wirklich Hobbywing, ne? Das war, nein, das war kein Hobbywing. Das, aber ich weiß jetzt auch nicht, was es war. Nee, wissen, weiß man nicht. Viele hatten auch Probleme mit dem integrierten BEC, ne? Dass der ab und zu mal abgeraucht ist oder so. Ja, und wird das BEC aus 7,4 Volt ausgegeben, serienmäßig. Das weiß ich nicht. Ja, genau. Da war ich noch in Erinnerung zu haben. Ich selber habe diese Combo, glaube ich, nur ein einziges Mal gehabt. In meinem Talion V1. Ich hatte in der V1-Generation eine Talion, den habe ich euch gar nicht gezeigt, aber der Creighton ist natürlich. So ein guter, schön aussehender Creighton ist natürlich genauso gut. Die ist mir nie abgeraucht. Ich habe die immer mal ausgetauscht gegen Kassel-Motor und Xeon-Regler und die ist dann zu Michi gekommen, die Combo. Und ich meine, der hat die immer noch irgendwo drin. So, die, ja, aber viele andere haben das Problem gehabt. Ich habe selbst gesehen, weil das Silver ist, wie die Combo hier abgefackelt ist. Aber mir persönlich, ich bin ja auch im Senden im, sag schon, Creighton gefahren. Ja. Mir ist auch nie einen abgeraucht. Wir haben da echt Glück gehabt, ne? Motor war ein kurzer Motor, ein 68er Motor, glaube ich, wie sowas. Ne, also man sieht es ja, ein relativ kurzer mit 2050 kV. Den haben sie in der nächsten Generation auch direkt ausgetauscht. Der ging eigentlich. Jo. Ne? So, da gab es so schlimmere Motoren, natürlich auch das typische RTR-Motor, wird natürlich auch schnell heiß und so weiter. Aber eigentlich hat der, den habe ich sogar, glaube ich, zweimal gehabt, hat einen guten Job gemacht. Wenn man ihn hatte, dann hat man ihn einfach benutzt. Bei ihm war auch nicht dieses Problem, dass die Lager so schnell gestorben sind, wenn ich mal so zurück überlege. Der ist auch ziemlich dicht gewesen hier. Ja, Servo ist viel anderes drin. Hier ist ein Technik-Servo, sehe ich gerade drin. Ne? Der Servo ist irgendwann mal abgeraucht, ziemlich am Anfang. So dann. Genau. Arma hatte ja die roten Servos lange, lange drin, auch bis zur Spektrum-Ära, sage ich jetzt mal. Und davon gab es dann damals eine V2 und die erste Generation ist auch dann reihenweise gestorben. Das ist mir auch passiert mit der Meinung, dass ich ein kaputtes Servo hatte. Da hatte ich auch ein oder zwei Defekte fallen. Ja. Die waren wirklich nicht so prall. Ja. So, Layout, Motorhalter ist ein Fixed Motor Mount gewesen. Das war bis vor 4, wo das so bis das Leiding Motor Mount eingeführt wurde. Und ja, war ein bisschen nervig. Am besten haben wir das ganze Middle Diff rausgeholt, um daran zu arbeiten, um das einzustellen. Weil mit einem Winkel im Muschen rein, das war natürlich immer Mist. Ja, Kartenmanagement war damals schon so gemacht und ja, eigentlich ganz gut. Konnte man sich nicht drüber beschweren, würde ich sagen, oder? Nö, das war einwandfrei. Ja. So, gucken wir mal, was wir hier vorne haben. Ja, eigentlich relativ bekannte Ansicht. Das sind die alten Querlenker, die auch bis zur V4 Bestandteil von allen großen Autos waren. So schlecht waren die nicht. Ne? Also wenn man vernünftig gefahren ist und nicht andere Crashes hatte, so, wir haben da auch unsere Triple, Doppel, Deckel, Flips gemacht, was weiß ich und so weiter halt. Und wenn man hier korrekt gelandet ist, dann war das eigentlich auch nicht so oft, dass die kaputt gegangen sind. Ne? Also die waren einmal frei. Also ja. Da habe ich höchstens mal zwei Defekte, höchstens, also sonst nichts. Weil in dem Fall hat Arma relativ oft Updates gemacht über die Jahre. Wir hatten hier damals noch 3,5 mm Kolbenstangen. Federn waren zu kurz und so weiter. Da wurde damals, musste immer viel ausgetauscht werden, um für sich selbst das optimale Setup zu finden. Dämpferschutzkappen gab es halt auch nicht. Also die Karosserien waren dann auch immer schön eingedrückt. Sieht man sogar, glaube ich. Ja. Nee, bei der glaube ich nicht. Die hat noch nicht so viel gelitten, oder? Bei deiner hast du es gesehen. Man sieht hier so leichte, ganz kleine Einkerbungen da, ne? So. Aber hier ist das noch nicht so. Ja, ein bisschen da an der Stelle. Ja, ist halt nicht so der Becher, ne? Ja. Das ist eher ein Vitrinenmodell, ne? Ja, doch nicht, aber ist halt nicht so hardcore, ne? Bumpertechnisch war hier rein gar nichts zu sehen damals und dieser war halt dann Standard. Obwohl der hier, muss ich ja sagen, er liegt nicht schlecht, ne? Aber ich sag's ja, da wurde nie was dran geändert. Nein, also, das ist auch komplett Stock. Da ja. Öl-Original. Da gab's echt Schlimmeres, würde ich sagen, halt, ne? Ja, damals gab es auch noch keine gedichteten Lager, obwohl sind hier welche drin? Nein, dann ist originale Lager noch. Originale Lager noch. Leute, ist das unglaublich, oder? Das Auto ist bestimmt ganz gut was wert. Ja, differenzialtechnisch ist das alles, hat sich das ja minimals vielleicht geändert irgendwie heute bis heute. Hier sind sogar noch die Dienststecker dran. Ja. Ist ja unbegreiflich. Also. Hier sehen wir die alte erste Fingerbox von Arma. Die ist relativ klein gewesen, ne? Die haben sie dann einmal in der V2 war die auch noch da, in der V3 gab es ein Update und in der V4, V5 bin ich der Meinung, in einer gab es sofort nochmal wieder ein Update zu der aktuellen Größe, damit auch Spektrum ihren Riesenempfänger da reinbekommt. Akkufach, so sah das vorher aus. Ja, war eigentlich in der Hinsicht, konntest du da ganz gut Akkus reintun, da konnte man so gängige, dünne 3S schön nebeneinander tun und genau. Das neue Akkufach ist natürlich... Besser, nicht zu ne? vergleichen, das ja, ist ganz klar. Aber. So, ne? Aber teilweise hat man hier mehr Möglichkeiten gehabt, ich der Meinung. Halt. Wenn du die Akkus nebeneinander tun konntest, im neuen Akkufach stapelt man sie halt natürlich immer. Ne? Das neue Akkufach wurde dann mit dem Outcast das erste Mal eingeführt.
Ja, was gibt's noch? Alter Wingmount hier, ne? Alter Wingmount, erst. Ja, der ist auch gern gebrochen. Ne? Da gab es dann damals die APM Wingmounts, die waren halt auch nicht viel besser. Viele Leute haben versucht, alternative Wingmounts zu machen. Gut, ich hatte damals bei meinem diese Streben hier rausgenommen. Ja. Nee, Quatsch, diese Strebe. Ja. Dadurch hat es mehr Flex und da ist mir höchstens mal einer noch kaputt gegangen. Aber ja, ansonsten, das war damals eine Maßnahme. Aber Arma hat den selber mehrfach geupdatet. Ja. Und ja. Ich habe mal einen Wingmount gekillt bei einem Crash. Ja, Aluminium-Chassis von Anfang an. Ne? So, da sind auch damals dann die Skip-Plates erfunden worden von Boris Leipert, um den Bereich, die Hitmus am schwächsten ist, zu stabilisieren, um die ein bisschen bash-proofiger zu machen halt. Ne? Bumper gab es natürlich auch relativ schnell vom POS und so. Center Skip-Plate, auch ein Teil, um den Bereich zu stabilisieren. Tower-to-Tower-Brace wurde natürlich damals auch gemacht, was Arma jetzt schon serienmäßig hat. Mudguards hier, das ist natürlich auch ein Upgrade-Teil nur. Ey, Junge, was kommt denn hier für Dreck raus? Ja. Der Tower, der ist heutzutage nochmal noch ziemlich ähnlich. Wenn ich jetzt die Crate links Beta so sehe. Die sieht gleich aus, ne? Ja. Ähnlich auf jeden Fall. Magst du mir mal den Immunoschlüssel geben, der da hinten drin steckt? Du kommst da besser dran. Ich mein's jetzt. Den breiten, ganz links. Radmodernschlüssel. Ach, Radmodernschlüssel. Ja. So, dann zeige ich euch jetzt mal was, Leute. Wie damals Arma es gemacht hat. Der Crate war damals ja auch immer schon breiter, als es der Talion war. So, der Talion übrigens bis zur V2, also V1 und V2, waren eigentlich nur ein abgespeckter Crate. Ja. Der aber auch schmaler war. Ihr wisst heutzutage, es gibt bei den Craten, Outcast, Notorious, nicht, diese Autos haben alle einen anderen Radträger. Muss ich euch nicht extra einblenden, habt ihr schon tausendmal gesehen. Mit einem entsprechenden Achse und Mitnehmer. Ne? Die Achse ist tatsächlich geblieben bis heute, aber früher wurde das so gemacht. Etwas, was ich überhaupt nicht mag. Da hatten alle Autos den gleichen Radträger. Das kam auch, kam das in der V2 schon? Ich bin der Meinung, ja. Ja, es war nur in der V1. Ne? Ich hab das selbst so nie besessen. In der V2 gab es sofort einen neuen Radträger, genau. Der quasi, der Mitnehmer hörte dann hier auf und das alles wurde hier... Der breite Rad, ne? Genau. Weil so, das sind ja auch so typische China-Verbreiterungen, halt, wie viele es machen, um ihr Auto breiter zu machen. Ja, der Hebel, die Hebelwirkung auf die Lager, die dann natürlich hier viel dichter zusammen sind, ist natürlich extrem halt dann. Ne? So hat Arma das früher gemacht, in der ersten Generation. Und ist auch ein Beispiel dafür, wie sie, klar, ne, ist irgendwie von den Leuten immer alles negativ und so, ja, wir haben schon 5 Versionen geschaffen, das Auto ist immer noch nicht perfekt, so, aber trotzdem wird es immer weiterentwickelt. Und damals war das so, ja, gang und gäbe, ne, es hat quasi, einmal guckt ja auch viel auf die Szene und die Szene hat es halt so gemacht. Also haben die sich gedacht, okay, dann machen wir das auch so. Ja, mit was wurden die Autos denn damals gesteuert in der ersten Generation? Also in der zweiten Generation kam die berühmt-berüchtigte Taktik-Funke zum Einsatz. Die war top, viele mögen die noch bis heute. Die lebt ja weiter in der Spektrum SLT3, die auch kompatible Empfänger hat und die ich auch sehr gut finde. Viele meckern darüber, gerade Leute, die auch die Taktik zurückgefordert haben, komischerweise. Früher war das hier die erste Arma-Fernsteuerung. Also damals die... Kennst du noch diese, die 2WD-Modelle hatten? So eine gelbe, wo man das Lenkrad nach links und rechts drehen konnte. Ja. Aber den 6S-Modell kam dann diese hier zu ein, das ist die ATX 100. Zum Glück. Lustigerweise ist das eine Fernsteuerung, die ziemlich viel gemeinsam hat mit der Fernsteuerung, die heute zum Beispiel im Skeeter eingesetzt wird. Ja, hast recht, hier ist ein Feuer. So, Leute, ich hab sie angemacht. Das hier ist FlySky-Technik. Na, ich hatte damals eine FlySky GT3B und ich konnte die Empfänger tatsächlich binden. Ja, genau. Richtig, ja. Ne, oder an ihrem 7er CR3P. Das hier kommt einem ja ziemlich bekannt vor, wenn man sich die Skeeter-Fernsteuerung anguckt. Die Skeeter-Fernsteuerung hat irgendwas anders, muss ich echt sagen. Ich habe dieses, kannst du dich noch entsinnen, wo ich damals mal dann eine CR3P gefahren habe, nachdem ich Futaba Spektrum hatte? Ja, klar. Wo ich meinte, ich fahre in Zeitlupe ja. und so weiter. Ja, genau. Das Gefühl habe ich bei der Skeeter-Fernsteuerung nicht. Also irgendwie haben die da was geupdatet halt. Ne? Ist trotzdem der FlySky immer noch und so weiter. Das hier ist halt damals ja alte Technik gewesen, gab es von diversen Marken in verschiedensten Formen. Unbelabelt halt. Genau. Und ja, Hobbyco damals, der Besitzer von Arma und Axial und so weiter, hat dann das alles überall verbaut, bis dank Traxxas Horizon die aufkaufen konnte. Weil Geschichte, der Rest ist Geschichte, muss ich jetzt nicht wieder ausbreiten. 4 Batterien waren hier drin. Ja, war eine gute RTR-Fernsteuerung. Weiß nicht, hat Mick die auch mal schon rausgeschmissen damals? Ich bin der Meinung, ja, aber ich bin mir nicht sicher. Aber sie erfüllt ja ihren Zweck. Und eine Grüße an der Stelle, falls du dir das gut anguckst. Ja. Was war damals noch Farbe? Huch.
Ja, der Creighton und der Typhoon waren die ersten, ne, die rausgekommen sind. Der Buggy, damals, weiß ich noch, Mick ist dann gleich zum Modellbau in der Bochum damals hingefahren, hat sich die ersten abgeholt, die es dann irgendwie gab hier. Aber die Karosserie will gar nicht drauf. Ich habe ja meinen Creighton damals von Metz gleich abgeholt und gleich da auf der Haus eigentlich eine Strecke auch gefahren. Ah, hat er da damals eine Strecke gehabt? Eine Strecke vor dem Laden gehabt, ja. Ja. So, und dann kam ja dann der Talion nach als Truggy-Version. Den habe ich ja gehabt. Cooles Auto auf jeden Fall. Ah, ich muss dich weiter nach hinten machen, das war jetzt gar nicht so gewohnt. Also, damit ich euch veräppeln hier oder nicht? Egal, Leute, wir lassen uns einfach so. ja, da kam der Senton. Der Senton gab es auch in der V1, auch mit roter Kombo. Der war auch revolutionär damals und hat. Jetzt passt hier auf einmal, ne? Der war damals halt auch echt, hat damals sehr gut eingeschlagen. Halt, viele haben ihn gefahren. Ich habe damals auch einen Senton V1 gehabt von Da Silva City, den habe ich halt neu aufgebaut. Aber da war schon ein anderer Kombo drin, zumindest ein anderer Richler. Ja, das war mal wieder so ein bisschen Back to the Roots. Hier steht auch noch Hobbyco. Team Durango. Team Durango ist da, daraus ist Arma entstanden. Team Durango ist eine Wettbewerbsmarke gewesen. Und die Autos haben sich vieles geteilt hier. Es gab natürlich bessere Materialien, andere Chassis. Die Querlenker hatten eine ähnliche Form. Ob das Material besser war, weiß ich nicht. Wir haben die teilweise auch als Ersatz benutzt. Ich habe noch Team Durango Querlenker auf Ersatz liegen für manche Autos. Gerade auch für den Senton, als es damals mal schwierig wurde, irgendwelche Teile zu kriegen. Genau, da wurde viel auch die Brücke hinten eingebaut. Ja. Ich habe die Brücke selber auch mal gehabt in einem Auto. Also, das war damals halt Armor, war die Bash-Version von den Team Durangos. Die Boots, die Marke gab es damals auch schon. Onyx ist eine Elektronik- und Servomarke gewesen. Die waren nie besonders gut, ne? Ja, das dazu. Ja, cool, cool, cool. Das, ja, dass der Wagen noch so in Ehren gehalten wird von deinem Bruder, ne? V1 Senton ist auch noch da. Der bleibt auch noch. Also. Ja, cool, ja. Spoiler. Damals hat er auch schon so ausgesehen, sieht heute noch genauso aus, würde ich sagen. Ich würde sagen, der ist aber ein Tuck breiter. Ich bin mir nicht sicher, aber. Na, bauen wir jetzt nicht, aber ja, nein. Ja, nee, das heißt, ne, der Abend war hart, Leute. Ja, nee, cool, cool, cool. Das wollte ich unbedingt mal machen, euch mal ein bisschen zeigen, wie die Entwicklung, also für die, die es nicht wissen, ist ja nicht jeder so lange dabei wie wir, ne, der von vornherein alles mitbekommen hat, alle Generationen gehabt hat und seine Erfahrung gesammelt hat. Und, ja, Arma ist einen weiten Weg gegangen über die Jahre mit den Modellen zu dem, was das heute ist. Wenn ich mir überlege, sowas, es gibt heutzutage den Creighton EXB, du kannst ihn halt quasi als Roller holen mit Tuning-Teilen, der hat eigene Kombo einbauen, du kannst einen RTR holen, der verstärkte Chassis hat, Streben drin, Sliding Monomone, nicht mehr Schutzsachen und Dreckschutzsachen und was weiß ich, geilere Reifen, geilere Performance, andere Fahrdynamik hinten und so weiter. Ja. Langer Zeit gedichtete Lager. Ja. Die wurden in der V4-Version eingeführt, die gedichteten Lager, lange gefordert. Arma hat damals immer gesagt, nee, wir machen das, weil die schneller drehen können. Ja, aber die Community wollte gedichtete Lager. Und dann haben sie es endlich gemacht. Gut, Leute. Wenn noch irgendwelche Fragen offen geblieben sind, stellt sie in den Kommentaren. Eventuell kann ich sie dann noch beantworten, wenn wir was jetzt hier vergessen haben. Cooles Auto, danke, dass du ihn vorbeigebracht hast. Mhm. Ne? Und so konnte ich das wenigstens mal eben machen. Und muss mir jetzt nicht noch wieder Geld aus den Rippen leiern, um mir ein altes Modell in meine Sammlung zu stellen, Leute. So konnten wir wenigstens das auch mal eben abdecken. Obwohl, ich glaube mal, wenn ich mal irgendwo noch einen geilen Talion V1, V2 sehe, ja, den würde ich mir hinstellen, weil die Karosserie gibt es ja nicht mehr. Nee. Ne? Der Talion ist in der V3, hat der erst so ausgesehen, wie wir ihn heute kennen. So flach und gedrungen. Wie gesagt, in der V1 und V2 war der Talion ein Creighton, der nicht diese Verbreiterung halt hatte. Der hatte keinen Tower in der Mitte. Ja, hatte andere Truggy-mäßige Reifen, auch ohne Offset. Eine richtig geil aussehende Karosserie, muss man echt sagen. Kleineren Spoiler. Das war dann der Talion. Ja, Performance war auf jeden Fall anders. Den habe ich gehabt. Damals richtig cool, hat richtig Spaß gemacht, das Auto. Ja, das damals musstest du noch Hand anlegen an den Autos. Ne? Ja, das war natürlich, die waren natürlich günstiger und das war damals auch normal. Heutzutage wartet man, dass die Autos aus der Box heraus perfekt sind. Kosten natürlich auch wesentlich mehr. Ne? Wir haben damals von Preisen unter 400 € irgendwie so. Und heute kosten die 600 € halt. Ne? Ich sag mal, knapp über 400 waren sie, glaube ich. Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber ja. Gut, Leute. Danke fürs Zuschauen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.